Ja, laut den Ihnen sicher bekannten Recherchen des Wall Street Journals soll sich der damalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Solaschny, für die Planung und Durchführung des Terrorangriffs auf Nord Stream 1 und 2 verantwortlich gezeigt und Präsident Zelensky höchstpersönlich sein Go gegeben haben. Entsprechend detaillierte Informationen seien bereits Anfang Oktober 2022 vom niederländischen Auslandsgeheimdienst an den BND zugeleitet worden. Das führt mich zu der Frage, zu welchem bzw. ab welchem Zeitpunkt war denn der Kanzler von seinem Auslandsgeheimdienst über die Erkenntnisse des niederländischen Partnerdienstes informiert? Wie Sie wahrscheinlich den Protokollen der vergangenen Pressekonferenzen hier entnommen haben, führt die Ermittlung der Generalbundesanwalt und nur der kommuniziert auch über diesen Fall. Zusatz? Entschuldigen Sie, das hat relativ wenig mit dem Generalbundesanwalt zu tun. Meine Frage wurde der Bundeskanzler von dem ja direkt im Kanzleramt unterstellten Bundesnachrichtendienst darüber informiert, dass sowohl die niederländischen Video-US-Geheimdienste sowohl im Vorlauf als auch im Nachlauf der Attentate dem BND Informationen haben zukommen lassen, die sehr stark auf eine staatliche Beteiligung an dem Terroranschlag gegen Nord Stream 2 hindeuten und wo in beiden Fällen auch nach der aktuellen Informationslage die Ukraine als staatlicher Akteur genannt wurde? Ich habe Ihre Frage verstanden, aber ich bleibe bei meiner Antwort. Wie Sie wissen, wird über etwaige Geheimdienstinformationen hier nicht informiert. Weitere Fragen dazu?